Hallo liebe Deutschlerner und herzlich willkommen zur heutigen Stunde. Mein Name ist Robert und unser Thema heute heißt Offline und Online. Es wird also heute darum gehen, was man in Deutschland schon alles online, also am Computer, machen kann, aber auch, was noch alles offline gemacht werden muss, also wofür man noch echtes Papier braucht. Wir werden uns darüber unterhalten, wie man gewisse Angelegenheiten und Formalitäten in Deutschland regelt. Es wird also um Verträge, Behörden und andere öffentliche Institutionen gehen und wie man mit ihnen kommuniziert. Und da gibt es einige Unterschiede in Deutschland. Manche Angelegenheiten regelt man kaum noch offline. Andere Sachen kann man nur offline machen. Und bei wieder anderen Sachen kann man sich entscheiden, ob man sie lieber am Computer oder sozusagen im echten Leben machen möchte. Fangen wir einmal mit etwas sehr Alltäglichem an, der Bank und all den Angelegenheiten, die man bei der Bank so regeln muss. Genau wie in China gibt es auch in Deutschland jede Menge verschiedener Banken. Und eigentlich gibt es auch überall eine Bank, sozusagen an jeder Ecke. Man könnte also sagen, dass immer eine Bank verfügbar ist und man daher gar nicht darüber nachdenken müsste, seine Bankangelegenheiten online zu regeln. Aber dennoch muss man immer seltener wirklich selbst zur Bank gehen. Die meisten Angelegenheiten kann man nämlich zu Hause von seinem Computer aus regeln. Und für viele Dinge kann man auch sein Handy, also sein Smartphone, benutzen. Und wenn man zum Beispiel nur seinen Kontostand überprüfen möchte, also wissen möchte, wie viel Geld man auf seinem Konto hat, dann ist das ganz schnell und ohne Probleme online möglich. Man kann dazu auf die Homepage der Bank gehen oder die App auf seinem Smartphone benutzen. Aber natürlich kann man auch zur Bank gehen und sich einen Kontoauszug drucken lassen. Auf dem steht dann ganz genau drauf, wie viel Geld man ausgegeben hat und wie viel man bekommen hat. Bei manchen Banken ist es sogar noch so, dass man sich einen gedruckten Kontoauszug abholen muss. Und wenn man sich diesen gedruckten Kontoauszug nicht von der Bank abholt, dann wird dieser einem mit der Post zugeschickt und man muss für ihn bezahlen. Das ist von Bank zu Bank unterschiedlich. Einige Banken in Deutschland haben auch gar keine Filialen mehr, also kein Gebäude, in das die Bankkunden gehen können. Es sind sogenannte Online-Banken. Das heißt, dass die Kunden dieser Bank nur über das Internet mit der Bank kommunizieren können. Wahrscheinlich hat die Bank noch eine Telefonhotline, die die Kunden anrufen können, wenn sie Informationen benötigen. Aber bei einer Online-Bank kann man nicht in ein Gebäude gehen und mit einer Person sprechen. Man schreibt stattdessen in der Regel E-Mails und regelt alles andere auch online. Diese Online-Banken haben natürlich Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind offensichtlich. Man kann bequem von zu Hause aus all seine Bankangelegenheiten selber regeln. Und das kann man auch zu jeder Tages- und Nachtzeit machen. Und auch wenn es regnet, muss man nicht das Haus verlassen, um zur Bank zu gehen. Aber natürlich hat eine Online-Bank auch Nachteile. Viele Menschen bevorzugen es, persönlich mit einem Angestellten einer Bank zu reden. Und diese Leute gehen dann halt noch ganz klassisch in die Bank, um ihre Angelegenheiten zu regeln. Meistens sind das natürlich dann ältere Menschen, aber nicht unbedingt immer. Was kann man noch online machen und was offline? Genauso populär wie in China ist auch in Deutschland das Online-Shopping. Man kann so ziemlich alles im Internet kaufen, bequem von zu Hause und es sich nach Hause liefern lassen. Die populärsten Online-Shops
sind wahrscheinlich Amazon, eBay und Zalando. Früher konnte man bei Amazon nur Bücher bestellen. Mittlerweile aber kann man dort alle Arten von Medien kaufen, also neben Büchern auch CDs und DVDs. Aber auch sehr viele andere Sachen, wie zum Beispiel Elektronikartikel, Spielzeuge und auch Kleidung. Einer der größten Online-Shops, der nur Kleidung verkauft, heißt Zalando. Dieser ist in den letzten Jahren extrem populär geworden und man kann dort alles Mögliche an Kleidung kaufen, sie sich umsonst schicken lassen und wenn es einem nicht gefällt oder nicht passt, auch wieder umsonst zurückschicken. Und der dritte populäre Online-Shop, den ich eben genannt habe, ist eBay. eBay wurde vor allem dadurch bekannt, dass Leute dort ihre gebrauchten Sachen, welche sie nicht mehr benutzen, verkaufen. Man hat also von privat zu privat verkauft. Mittlerweile ist es aber so, dass man auch auf eBay jede Menge neue Artikel kaufen kann und es sehr viele Händler gibt, die auf eBay ihre Waren kommerziell anbieten. Wenn man etwas im Internet kauft, muss man es natürlich auch im Internet, also online, bezahlen. Dafür gibt es in Deutschland viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum einen eine klassische Überweisung machen. Das heißt, dass man von seinem Konto das Geld auf das Konto des Online-Shops überweist. Man kann aber auch mit einer Kreditkarte bezahlen. Zurzeit der schnellste Weg ist sicherlich mit PayPal zu bezahlen. PayPal ist so ähnlich wie Alipay in China. Man meldet sich also einmal mit seinen Bankdaten an und kann dann ganz schnell mit der E-Mail-Adresse bezahlen. Wenn man also etwas online kauft, dauert es in der Regel nur wenige Sekunden, bis man es bezahlt hat und oft hat man dann die Ware auch schon am nächsten Tag bei sich zu Hause. Eben habe ich gesagt, dass ein Paket in der Regel am nächsten Tag in Deutschland geliefert wird. Das ist in Deutschland allgemein so. Auch wenn man einen Brief schreibt, ist der in der Regel am nächsten Tag innerhalb von Deutschland dort, wo er ankommen soll. Und das ist eigentlich schon ganz schön schnell. Wer aber jemanden etwas schriftlich mitteilen möchte und es dann noch schneller gehen muss, der schreibt dann natürlich eine E-Mail. Das ist dann eben sofort da. Allerdings kann eine E-Mail in Deutschland nicht jeden Brief ersetzen. Manche Sachen müssen schriftlich geregelt werden. Das heißt, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass manche Angelegenheiten auf einem Papier festgehalten sind. Das ist in der Regel bei Verträgen so. Also bei den Angelegenheiten, bei denen man sich zu etwas verpflichtet. Am Anfang habe ich ja über die Onlinebank gesprochen, bei der man alles nur noch online regelt. Und auch wenn man bei der Onlinebank ein Bankkonto eröffnet, passiert das im Internet. Man gibt also alle seine Daten wie Name, Adresse und Geburtsdatum im Internet ein und dann wird ein Vertrag erstellt. Allerdings muss dieser Vertrag in der Regel mit der Hand unterschrieben werden. Das heißt also, man erstellt den Vertrag online, muss ihn dann aber ausdrucken und mit der Hand unterschreiben und anschließend an die Bank per Post senden. Ganz ohne Papier geht es dann eben doch nicht. Was allerdings mittlerweile wirklich völlig ohne Papier möglich ist, ist das Zugfahren in Deutschland. In China kann man sich ja auch seine Tickets online buchen. Man muss diese dann aber am Bahnhof abholen. Und jeder, der im Zug sitzt, hat ein Ticket aus Papier. In Deutschland ist das anders, zumindest teilweise. Man kann sich auch in Deutschland ein ganz normales Ticket aus Papier am Automaten oder am Schalter im Bahnhof kaufen. Es geht aber auch sehr viel schneller und unkomplizierter, nämlich mit dem Smartphone. Man kann dort ein Ticket für die gewünschte Strecke kaufen
und auch direkt bezahlen. Als Beweis bzw. als Beleg dafür bekommt man dann einen QR-Code. Diesen kann man dann, wenn man im Zug sitzt, dem Schaffner oder der Schaffnerin vorzeigen. Er oder sie kann den QR-Code dann direkt einscannen und sieht, für welche Strecke man ein Ticket gekauft hat. In Deutschland kann man also noch schnell in den Zug springen und sich auch noch schnell im Zug selbst ein Ticket kaufen. Das ist wirklich sehr praktisch und sehr schnell. In vielen Städten in Deutschland gibt es auch schon ähnliche Systeme für die Fahrkarten für Busse und Straßenbahnen. Man kann sich also auch einen Fahrschein mit dem Handy kaufen und hat den Beleg dann auf dem Display seines Handys. Ganz einfach, ganz schnell und völlig ohne Papier. Allgemein kann man immer mehr Tickets und Eintrittskarten online kaufen. Zum Beispiel auch für Kinos. Man kann sich die Eintrittskarte für das Kino, also zu Hause, kaufen. Und wenn man dann im Kino ist, muss man sich nicht mehr anstellen, um eine Eintrittskarte für das Kino zu kaufen. Aber wie gesagt, natürlich kann man auch noch ganz klassisch sowohl für die Züge als auch für das Kino Eintrittskarten und Fahrkarten kaufen. Man ist also nicht gezwungen, alles online zu machen. Aber gibt es Bereiche in Deutschland, bei denen man tatsächlich gezwungen ist, die Online-Methode zu wählen? Mehr oder weniger gibt es tatsächlich einige Bereiche. Vor allem, wenn man sich um einen Arbeitsplatz bewirbt. Gerade bei großen Firmen ist es so, dass das ganze Bewerbungsverfahren ausschließlich online vollzogen wird. Man geht also auf die Homepage der Firma, bei der man sich bewerben möchte, und legt sich sozusagen ein Bewerbungsprofil an. Ganz ähnlich wie in einem sozialen Netzwerk. Und dort lädt man dann alle Daten hoch, die die Firma haben möchte. Also zum Beispiel den Lebenslauf, ein Foto, Zeugnisse und noch andere Dateien. Das ist natürlich vor allem für die Firma sehr praktisch, weil sie dann die Dateien sehr schnell an verschiedene Abteilungen versenden kann. Bei einer Bewerbung aus Papier ist das sehr viel schwieriger, weil die ja erstmal kopiert werden müsste. Wenn man sich allerdings bei kleineren Firmen bewirbt, kann es durchaus sein, dass eine normale Bewerbung aus Papier vollkommen reicht. Es ist also von Firma zu Firma sehr unterschiedlich, ob man sich per E-Mail und digital oder mit einem echten Brief aus Papier bewirbt. Aber in der Regel kann man das ja vorher sehr leicht erfragen, ob die Firma eher eine Online- oder die Offline-Bewerbung bevorzugt. Wir haben nun schon über Angelegenheiten gesprochen, die in Deutschland eher online geregelt werden. Und über manche Angelegenheiten, bei denen man es sich aussuchen kann, ob man sie lieber online oder offline regeln möchte. Aber gibt es auch gewisse Angelegenheiten in Deutschland, die wirklich ausschließlich auf dem Papier geschehen? Ja, die gibt es. Zum Beispiel die Wahlen in Deutschland. Alle paar Jahre wird in Deutschland ja gewählt. Und es finden also Wahlen statt. Und dann darf jede Person ab 18 oder ab 16 Jahren, das hängt von der Wahl ab, seine Stimme abgeben. Er darf sich also an der Wahl beteiligen und mitbestimmen, welche Politiker in Zukunft über das Land oder auch seine Stadt regieren. Diese Wahlen finden immer sehr altmodisch mit Papier statt. In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, passiert die Wahl ja bereits am Computer. Man kann also zu einem Bildschirm gehen und gibt an dem Bildschirm seine Stimme ab. In Deutschland hingegen bekommt man einen Zettel, auf dem dann alle Parteien, die zur Wahl stehen, vermerkt sind. Und die Partei, der man gerne seine Stimme geben möchte, also die man gerne wählen will, die kreuzt man an. Dieser Zettel wird dann anschließend in einen verschlossenen Behälter geworfen. Wenn die Wahl am Abend dann vorbei ist, werden alle diese Zettel von Hand ausgezählt. Bei der ganzen Wahl sind also kaum Computer beteiligt und alles wird von Menschen gemacht. Das gilt zum einen als sehr sicher, zum anderen aber auch vielleicht als ein wenig altmodisch.
das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen darüber erfahren, welche Dinge in Deutschland online mit dem Computer geregelt werden und für welche Angelegenheiten man noch Papier und Stifte braucht und mit anderen Menschen in Kontakt tritt. Und wenn ihr mal nach Deutschland kommt und zum Beispiel ein Zugticket kaufen wollt, dann wisst ihr jetzt schon, dass das wirklich sehr einfach und unkompliziert ist. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin, tschüss!